Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Meal Club. Ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute einen Klassiker aus Lateinamerika zusammen, und zwar Guacamole. Aber nicht Guacamole, wie man manchmal hier so kennt, einfach grün, ne? Nur Avocado und vielleicht noch ein bisschen Salz. Nein, wir haben noch ganz tolle andere Sachen dazu, und zwar Tomaten, Zwiebeln, Limetten, ein bisschen Koriander, den ihr auch weglassen könnt, wenn ihr den nicht mögt, und noch ein paar andere Gewürze. Das Rezept kenne ich aus Kolumbien, da war ich neulich im Urlaub und habe meine Freundin Julia besucht. Und wir fangen an, indem wir die Avocado aufschneiden und das Fruchtfleisch herauslöffeln. Bei der Avocado ist es ganz wichtig, dass ihr schön reife kauft. Das heißt, wenn ihr da mit den Daumen so drauf drückt, dass die schon ein bisschen nachgeben, die dürfen auf keinen Fall zu hart sein, dann kann man die einfach noch nicht essen. Avocado, wenn die so an der Luft ist, dann wird die schnell braun. Deswegen haben wir die Limette und weil es toll schmeckt. Die werde ich jetzt auspressen und der Saft kommt da drauf und dann bleibt die super schön grün. Wenn man die vorher so ein bisschen rollt, dann kommt aus der Limette gleich mehr Saft. Deswegen mache ich das. Und dann zermatschen wir die Avocado mit einer Gabel. Ihr müsst da nicht übertreiben, das ist total okay, wenn da noch ein kleines bisschen Stückchen drin sind. Ich habe jetzt hier eine rote Zwiebel. Ich finde die vom Geschmack her dezenter als eine weiße, deswegen mag ich die lieber. Und davon werde ich jetzt gleich die Hälfte ungefähr, genau, in ganz kleine, feine Stücke schneiden. Ich habe hier eine Schüssel vorbereitet mit ganz heißem Wasser, fast kochend, und da gebe ich jetzt die Zwiebel rein, damit die ein bisschen von ihrer Schärfe verliert. Weil wir werden die ja gleich roh essen und das ist mir da ein bisschen zu viel, wenn die einfach nur so roh ist. Die Tomaten werden erstmal halbiert und dann hole ich da die Kerne raus mit einem kleinen Löffelchen. Die würden uns sonst die Guacamole ein bisschen zu sehr verwässern. Und wir wollen nur das feste Fruchtfleisch von der Tomate haben. Und das schneiden wir jetzt einfach in kleine Würfel. Und dann kommt die Tomate zur Avocado. Der Koriander wird auch gehackt. Der gehört klassischerweise dazu. Aber wenn ihr den nicht mögt, also wenn der euch nicht schmeckt, dann ist das gar kein Problem. Dann lasst ihn einfach weg. Die Zwiebeln haben die ganze Zeit im heißen Wasser gelegen und dadurch sind sie ein bisschen milder geworden. Und die kommen jetzt auch hier einfach rein. Die schöpfe ich jetzt hier raus. Die Zutaten haben wir jetzt alle beisammen. Jetzt fehlen natürlich noch die Gewürze. Als erstes Salz. Pfeffer, ein kleines bisschen Chili, wenn ihr es schärfer mögt, dann natürlich mehr als ein kleines bisschen, ein wenig Paprikapulver und ein kleines bisschen Kumin. Das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr das nicht mögt. Und jetzt wird das Ganze gemischt. So, eigentlich ist das fertig, aber ich muss natürlich noch abschmecken, ob das auch gut gewürzt ist. Kleines bisschen Salz fehlt noch. So. Jetzt aber. Ich mag das persönlich sehr, diese Guacamole, also diese Art, die zu machen, weil es einfach sehr gut schmeckt und sie sieht auch total schön aus. Ich mag das ja, wenn Essen bunt ist. In Kolumbien wird es eigentlich überall so gegessen. Zu Fleisch, zu Fisch, zu Gemüse. Wozu es super passte, natürlich auch Tacos, klar. Und unsere Süßkartoffelpommes, die wir gemacht haben. Der Link wird eingeblendet. Müsst ihr unbedingt kosten, schmeckt fantastisch zusammen. Also macht es unbedingt nach und zeigt uns, wie es geworden ist. Hashtag IAMMealClub auf Instagram. Also dann, abonniert den Kanal und bis bald. Tschüss!